Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Wie immer am Donnerstag diskutieren auch heute wieder Sebastian Born-Mehner und Heinz-Christian Strache. Hallo an beide Herren. Liegt zwar jetzt schon ein paar Tage zurück, aber dennoch ist natürlich die Reise von Karl Nehammer zu Wladimir Putin noch immer das große Thema, auch international, was Österreich wirklich in die Auslage gestellt hat, ob es jetzt positiv oder negativ war. Darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt auch mit, sage ich mal, ein paar Tagen Zeit dazwischen zum Nachdenken. Hat dieses Treffen irgendetwas gebracht oder war es ein Fehler im Nachhinein, dass Karl Nehammer hingefahren ist? Normalerweise könnte man in so einer Situation ja sagen, hilft's nichts, schadet's nichts, aber in dem Fall, glaube ich, ist der Schaden größer als der Gewinn, weil das, was jetzt seither passiert ist, nämlich die Diskussion, da gab es eine Meldung in der Pravda, in der russischen, Nehammer hätte quasi versucht, einen separaten Deal für Österreich bei Gas zu machen, dann wurde sogar kommuniziert, er hat ihn versucht zu erpressen, Putin. Also das ist genau dieser Backlash, der klar war, dass wenn Karl Nehammer, der kein Backing von der Europäischen Union oder von der UNO oder sonst irgendwie ein Mandat hätte, das ihn befähigt, für mehr Menschen zu sprechen als für die 8,9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, dass dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit er a. überhaupt keinen Erfolg einfahren wird können und b. die Wahrscheinlichkeit, dass er instrumentalisiert wird und das Ganze zur putinschen Propaganda genutzt wird, sehr hoch ist. Genau das tritt jetzt ein. Also es hätte natürlich noch schlimmer kommen können, wenn noch irgendwelche gemeinsamen Bilder aufgetaucht wären und die beiden vielleicht handshakend, lächelnd da in Moskau pariert hätten. Das ist vermieden worden, aber ich glaube, das, was jetzt gerade passiert ist, dass sich die Opposition zu Recht die Frage stellt, erstens einmal, was war Sinn und Zweck der ganzen Geschichte und war dieser ganze Trip überhaupt gut vorbereitet? Das schließt sich ja nahtlos an die Debatte, wer war bei diesem Trip dabei und warum begleiten Beraterinnen und Berater, Ehefrauen und so weiter den Kanzler auf so wichtige Reisen. Das alles wirkt tatsächlich ein bisschen überhastet und schlecht vorbereitet. Und man muss sich die Frage stellen, ob das Ganze jetzt der Versuch von Nehammer ist, sich durch eine außenpolitische Profilierung, die ihm nachweislich nicht funktioniert ist, von innenpolitischen Problemen abzulenken oder ob er gar einfach nur der Befehlsempfänger auch war. Weil letztlich ist der zeitliche Zusammenfall der Äußerungen der Johanna Mikl-Leitner bei irgendwelchen Guntramsdorfer Gesprächen oder war es vielleicht Korneuburg, jedenfalls in der niederösterreichischen Provinz, dass es jedenfalls kein Gasembargo geben darf. So war ja nicht so wie eine Landeshauptfrau, eine österreichische, die in der geopolitischen Bedeutung eher auf dem Niveau von Gigeritz Botschen ist, sondern das war eindeutig ein Signal auch an Karl Nehammer. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade erleben, ist leider mehr und mehr dieselbe Demontage des Karl Nehammer und auch wenn jetzt Pläne angeblich gewälzt werden, das Türkis zu, ich weiß nicht, was sie jetzt draus machen, eine andere Farbe irgendwie reinzumischen, das Ganze vielleicht mehr ins Bläuliche oder vielleicht doch wieder mehr ins Schwarze, man wird sehen. Es wirkt alles ein bisschen verzweifelt und ich glaube, wir erleben jetzt gerade wirklich eine, wahrscheinlich die letzten Wochen von Karl Nehammer in einer Position, wo noch irgendwer sagen könnte, das ist vielleicht der nächste Kandidat der Bundes-ÖVP. Ich fürchte, in den nächsten Wochen wird es dazu kommen, dass die ÖVP unter 20% in manchen Umfragen rutschen wird und dann ist Karl Nehammer Geschichte. Wie sehen Sie denn diesen Trip von Karl Nehammer zu Putin? Im Vorfeld war ja immer wieder die Forderung, wenn er zu Selenskyj fährt, dann muss er auch zu Putin. Kam ja insbesondere auch aus der FPÖ-Ecke. Jetzt hat er das gemacht, ist aber nichts rausgekommen. Ist es so, wie der Sebastian Born-Mehner sagt, hätte er sich sparen können? Einmal grundsätzlich, ich bin Anhänger und Vertreter einer allumfassenden Neutralitätspolitik, die er nicht gelebt hat. Ja, das muss man mal grundsätzlich festhalten. Und wenn man dann als neutraler Vertreter ja, da oder dort auch seine Glaubwürdigkeit verspielt, ist das einmal grundsätzlich nicht gut. Ja. Er hätte weder ins Kriegsgebiet in die Ukraine reisen sollen, noch nach Russland ohne einem Mandat. Und das hatte er nicht. Das heißt, er hätte im Wesentlichen nur mit einem Mandat und einem wirklich konkreten Vermittlungsauftrag, dann hätte es einen Sinn ergeben, zuerst in die Ukraine
Ukraine zu reisen, zu Selenskyj, um dort abzusprechen und abzuklären, mit welcher Botschaft geht man nach Moskau und zu Präsident Putin. Das hat offenbar, das hat es nicht gegeben. Das heißt, die Frage ist, was war das? War das jetzt eine Larifari-Reise? War das für die Fisch? Am Ende schon. Ne? Das muss man ganz einfach offen so sagen, denn es war am Ende eine peinliche PR-Show. Was erwartet man, wenn man ohne Mandatsauftrag, ohne Vermittlungsauftrag so eine Reisepolitik lebt und dann nach Moskau kommt und im Vorfeld schon ankündigt, ich bin quasi als Ankläger hier, ich stehe nicht für einen Handschlag zur Verfügung, auch nicht für Fotos, auch nicht für eine gemeinsame Pressemitteilung, die hätte nämlich natürlich viel abgefangen und viel an falschen oder nachträglichen Interpretationen weggelassen und bereinigen können. Also wenn man mit so einer Ansage dorthin fährt, na was soll da rauskommen? Da wird am Ende gar nichts rauskommen, das haben wir gesehen. Da stellt sich die Frage, war der überhaupt bei Putin? Ne? Also auch das muss man ja fast in Frage stellen, ja, mit wem hat der geredet? War das ein imaginäres Treffen? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube aber keine öffentliche Stellungnahme der russischen Seite. Ich habe das ja nur dann über Medienframings dann sozusagen mitbekommen, dass dann die Russen gesagt haben, es sei über Gas gesprochen worden, was der Parmener angesprochen hat. Das ist ja dann besonders peinlich, ne, wenn man da ohne Mission hinkommt und dann offenbar da versucht, irgendwie zu fälschen. Dass der Nehammer den Putin irgendwie bedrohen oder erpressen hätte können, ich meine, das ist wahnwitzig. Ja, das brauchen wir, also das ist absurd. Ja, aber er hätte ein Mandat gebraucht. Und das Problem ist, wir sind heute ohne Mandat, ohne Vermittlungsrolle und wir werden auch nicht mehr als ehrlicher neutraler Vermittler ernst und auch nicht wahrgenommen. Das ist ja auch der Grund, dass heute die Türkei oder Israel oder andere diese Vermittlungsrolle eingenommen haben. Das muss man einfach ehrlich sehen. Und so gesehen ist es fast schon krampfhaft blöd gewesen und absurd gewesen, sowas zu machen, weil dann natürlich der Schaden für Österreich größer ist als der Nutzen und da macht man sie zum Kasperl. Ich glaube, es konterkariert auch die europäische Außenpolitik und das ist das, was ich so hochproblematisch in der Situation finde. Ich meine, ich denke, es ist angesichts dessen, dass wir Teil der Europäischen Union sind, logisch, dass wir kein neutraler Vermittler à la Schweiz, Israel oder Türkei sein können, weil wir sind halt ein Teil einer Staatengemeinschaft, die sich darauf geeinigt hat, und zwar 27 Länder, solidarisch gegenüber der Ukraine zu sein, Sanktionen gegenüber Russland zu erlassen und jetzt gerade in einem ganz, ganz intensiven, auch sicherheitspolitischen Diskurs ist, inwieweit die Europäische Union Battlegroups aufrüsten soll, inwiefern wir eine neue Sicherheitsarchitektur brauchen und so weiter. Da als Österreich zu glauben, dass man sich in irgendeiner Weise als neutraler Vermittler, das ist seit 1995 passé, diese Rolle haben wir einfach nicht und es wäre gut, wenn endlich alle auch in Österreich kapieren würden, dass wir neutral unter Vorbehalt sind, und zwar unter Vorbehalt der Europäischen Union. Auch die Beteiligung an außenpolitischen und Sicherheitseinsätzen ist mit unserer Neutralität vereinbar. Das ist wichtig. Und deswegen wundere ich mich auch, warum da manche Leute glauben, dass Österreich eine vermittelnde Rolle einnehmen hätte können. Das können wir nicht. Wir sind Teil der Europäischen Union oder wir sind es eben nicht. Also meinst du, Neutralität ist eher Farce eigentlich? Nein, Neutralität hat schon noch ihre Berechtigung. Aber die Neutralität heißt ja, wie gesagt, nicht Passivität. Neutralität heißt auch nicht Egalität. Neutralität bedeutet, dass wir uns jetzt nicht an kriegerischen Konflikten und Auseinandersetzungen militärisch beteiligen, außer zu friedenssichernden Maßnahmen. Das ist auch das, was im Rahmen der europäischen Sicherheitspolitik und in den Verträgen, die im Verfassungsrang in Österreich verankert sind, auch drinnen steht. Das ist gleichrangig mit der Neutralität. Und das machen wir ja auch. Ob das jetzt am Balkan ist oder auf den Golanhöhen, da hat Österreich zum Teil sogar eine führende Rolle inne. Und das ist alles kompatibel mit unserer neutralen Außenpolitik. Aber wir sind ja momentan noch nicht in der Situation, dass hier die Europäische Union sich kriegerisch aktiv in den Krieg involvieren würde, sondern wir haben uns primär auf der einen Seite Ressourcenlieferung, Waffenlieferungen von manchen Ländern, das machen wir nicht. Als neutraler Staat finde ich das gut, aber vor allem auf der Ebene der Sanktionen. Das ist unsere Art und Weise, solidarisch zu sein. Und auch diese Sanktionen werden ja von manchen als nicht kompatibel mit der Neutralität gesehen. Ich glaube, das geht sich aus und ist auch ein Erfordernis, weil wie gesagt, Neutralität heißt nicht, dass wir akzeptieren, dass wenige hundert Kilometer von Österreich entfernt, das, was jetzt immer mehr ans Tageslicht kommt, Menschen systematisch vergewaltigt werden, Menschen umgebracht werden, es zu Kriegsverbrechen kommt, es mutmaßlich zu Chemiewaffeneinsätzen kommt, die auch angekündigt waren. Das alles ist ja etwas, das wir nicht hinnehmen können. Und in der Situation zu sagen, na, wir sind zwar Teil der Europäischen Union, aber wir wollen gleichzeitig der neutrale Makler sein, das wird es nicht spüren. Also das zeigt also das unterschiedliche Neutralitätsverständnis. Wenn man von einer allumfassenden Neutralität spricht, dann meint man natürlich nicht nur die militärische Neutralität, sondern natürlich auch die diplomatische und politische Neutralität, damit man überhaupt eine Chance hat, als neutraler möglicher
Vermittler in Frage zu kommen. Das hat man verspielt durch klare Positionierungen, auch durch Parteiergreifen, auch durch die Sanktionen, keine Frage. Da hat man sich für einen anderen Weg entschieden. Ich glaube aber nicht, dass das so ist, wie der Herr Born-Mehner beschreibt, da sei kein anderer Raum oder Platz möglich gewesen. Nein, das ist nicht richtig. Die Europäische Union hat klare Beschlüsse, keine Frage. Da hätte man auch sich auf seinen Neutralitätsstatus berufen können. Hat man nicht getan. Man hat durch die Petersberger Beschlüsse ganz klar definiert, wenn ein Land der Europäischen Union militärisch angegriffen wird, gibt es diesen Beistandspakt. Auch dort ist für unser neutrales Land in diesen Verträgen ganz klar der militärische Beistand ausgeschlossen zurzeit. Da steht explizit drinnen humanitäre Hilfe und alle möglichen Hilfsleistungen. Alles andere müsste dann sozusagen, ich sage fast im Verfassungsrang, im Parlament beschlossen werden. Das ist nicht der Fall. Das muss man also schon sozusagen aufdröseln und vielleicht ein bisschen differenzierter sein. Und natürlich liegt es dann an der Entscheidung der jeweiligen Regierung, welchen Standpunkt nimmt man ein. Ja, das wird aber durchaus, glaube ich, von der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung da oder dort sehr kritisch gesehen, denn die Neutralität ist uns ans Herz gewachsen. Und die so sukzessive auszuhöhlen und dann trotzdem immer wieder sich hinzustellen und zu sagen, wir sind aber eh neutral, obwohl wir gar nicht mehr so handeln, ist einfach falsch, unehrlich und schädlich. Aber Herr Stache, wie kann man in einem Konflikt wie derzeit, wo es einen klaren Angriffskrieg gibt und einen Aggressor wie die Russen, und das ist ja unbestritten, dass die Russen der Aggressor sind, neutral sein? Na, dass es unbestritten ist und dass man das auch natürlich klar ansprechen muss, das ist ja außer Streit gestellt. Da gibt es einen klaren Aggressor, da gibt es einen klaren Angreifer, da gibt es einen Krieg. Ja. Das muss man ja klar ansprechen. Aber wenn es dann darum geht, sozusagen als glaubwürdiger, neutraler Vertreter und Vermittler eine Position einzunehmen, dann muss man natürlich aufpassen. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit das sehr wohl österreichische Spitzenpolitiker, ich bin mir wieder Bruno Kreisky, es geschafft hat, diesen Spagat auch da oder dort bei sehr brisanten Konflikten in der Welt zu leben. Und das glaubwürdig für, ich sage, beide Seiten. Ja. Und das ist, noch einmal, ja, Sie nehmen immer die EU sozusagen als Argument her, dass deshalb Österreich seine Neutralität nicht mehr leben kann. Nein, es liegt an der Regierung, wo sie bereit ist, klar zu sagen, das entspricht nicht unserem verfassungsgemäßen Neutralitätsgesetz. Ne? Und dazu ist man nicht bereit, man hat es dann ausgehöhlt. Sie haben von den internationalen Einsätzen gesprochen, vollkommen richtig, aber das sind jene mit UN-Mandat. Das muss man schon auch differenzieren und selbstverständlich nicht irgendwelche NATO- oder sonstigen Einsätze. Ja, also ich glaube, dass wir gut beraten sind, zu verstehen, was wir 1995 gemacht haben. 80% der in Österreich vollzogenen Gesetze werden mittlerweile in Brüssel beschlossen. Das ist Faktum. Das sagt die österreichische Politik nicht gerne, aber es ist die Realität, dass wir de facto unser Zusammenleben in Österreich maßgeblich und im überwältigenden Ausmaß inzwischen in Brüssel bestimmt wird. Deswegen sind wir ja auch Teil der Europäischen Union geworden, damit es da auch eine einheitliche Gesetzgebung gibt im europäischen Kontext. Und davon profitiert Österreich ja auch wirtschaftlich enorm. Wenn wir nicht Teil der Europäischen Union wären, dann würde unsere Wirtschaft ganz anders ausschauen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir sind Teil dieser Europäischen Union und da drinnen ist eine Muss-Bestimmung, wie Sie richtig sagen, enthalten. Es gibt zwar eine Muss-Bestimmung in Bezug auf, wenn wir angegriffen werden oder wenn ein quasi Mitgliedsland angegriffen wird, aber es gibt die Kann-Bestimmung, dass sich ein Land, auch Österreich, beteiligen kann. Und das ist mit unserer Neutralität vereinbar. Und wie Sie richtig sagen, es ist dann die Aufgabe der jeweiligen Regierung, die Entscheidung zu treffen, wie diese Neutralität jeweils gelebt wird. Und wenn die Bevölkerung diesen Weg als falsch erachtet, dann wird es bei der nächsten Wahl einfach diese Regierung abwählen und dann wird eine andere Regierung reinkommen, die vielleicht im Wahlkampf mit einem anderen Neutralitätsverständnis wirbt und dann mehr Stimmen bekommt. Aber ich denke mir, das ist alles im Rahmen unserer Demokratie und unseres demokratischen Ausgleichs. Ich bin froh, dass diese Regierung, zumindest in dem, was sie gesagt hat und auch bis jetzt, was sie gelebt hat, sich klar positioniert hat als Teil der Europäischen Union. Wir haben jetzt keine besonders aktive Rolle in der EU eingenommen, wie das zum Beispiel Deutschland gemacht hat oder wie das Polen macht. Aber wir haben zumindest die Sanktionen mitgetragen. Wir haben uns nicht rausgenommen und wir lassen auch Waffenlieferungen durch unser Land durch und so weiter. Und das halte ich als das Gebot der Stunde, dass wir in dem Bereich jetzt auch mitziehen. Und ich bin auch der Meinung, sollte die EU weitere Sanktionen beschließen, und das ist ja gerade in der Diskussion aufgrund von Butcher und anderen Massakern und Gräueltaten, wenn zum Beispiel jetzt der Beschluss kommt, dass man keine Kohle mehr importiert, dass man kein Öl mehr importiert, dass man vielleicht irgendwann auch kein Gas mehr importiert, dann wird Österreich das mittragen müssen. Das ist nun mal Teil der Europäischen Union zu sein. Das heißt aber aus meiner Sicht nicht, dass wir deswegen wirtschaftspolitisches Harakiri betreiben, weil ja erstens mal die Gassituation nicht so ist, dass wir von einem Tag auf den anderen abdrehen würden. Das geht ja auch gar nicht. Du kannst ja auch Gas gar nicht abdrehen von einem Tag auf den anderen. Das fließt ja weiter. Sondern es geht darum, dass man einen Ausstiegsplan auch
auch festlegt. Und ich bin der Meinung, es ist höchste Zeit, spätestens jetzt, wo Putin angesichts eines bevorstehenden NATO-Beitritts von Schweden und Finnland ankündigt, dann seine atomare Abschreckung im Baltikum zu verstärken. Spätestens jetzt sollten wir sagen, Schluss aus, wir wollen mit so jemandem keine Geschäfte mehr machen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber da braucht man einen Plan, der heißt, in einem Jahr wollen wir da sein, in 3 Jahren da und in 5 Jahren da. Das erwarte ich mir jetzt eigentlich. Ich möchte nur eins klarstellen, also wenn es um ein wesentliches Herzstück der österreichischen Bundesverfassung geht, dann lasse ich mit mir nicht diskutieren, dass da eine Regierung einmal von Wahl zu Wahl das irgendwie anders interpretieren kann und dann kann man eh entscheiden, ob man da zufrieden ist oder nicht. Nein, da geht es um ein Herzstück der österreichischen Verfassung, das ist eine wesentliche Verfassungssäule. Da gibt es für mich in Wahrheit nicht viel Interpretationsspielraum. Und das ist ja genau das, was ich kritisiere, dass man hier permanent einen Interpretationsspielraum in den Raum stellt und auch teilweise lebt, der weit weg geht von einer allumfassenden Neutralitätspolitik und daher in Wahrheit unserem Land, ich sage das ganz bewusst, Schaden zufügt und auch der eigenen Bevölkerung. Ich sage auch noch einmal festhaltend, grundsätzlich finde ich es wichtig, ja, dass man mit allen Parteien spricht. Ja, das ist ja grundsätzlich wichtig, den Dialog zu suchen, auch in solchen gerade sehr heiklen Situationen. Aber ohne Mandat und ohne Vermittlungsauftrag ist es planlos und war eine reine PR-Aktion, wo sich jeder fragt, was soll das? Ja? Aber Herr Stache, wenn ich da kurz einhaken darf, mit allen Parteien sprechen, kann es mit Wladimir Putin überhaupt Frieden geben? Weil nachdem, wie sich das anhört, was auch der Bundeskanzler gesagt hat, bewegt sich der ja nicht einmal einen Millimeter, gibt ja nicht einmal ein Mini-Zugeständnis, das er gemacht hätte. Wie will man mit so jemand Friedensgespräche führen? Ja, man muss, es bleibt einem nichts anderes über. Es geht um Lebensrealitäten, dass das, wie Sie richtig gesagt haben, es gibt Realitäten, die grausam sind, die zu verurteilen sind, die wir alle, die uns das Blut in den Adern gefrieren lassen, aber man muss daran arbeiten, nicht den Dialog abzubrechen. Denn das bringt gar nichts. Das wäre dann die totale Eskalation. Ich sage jetzt einmal bewusst den blöden Begriff totaler Krieg. Ne? Nein, wir müssen versuchen, natürlich über den Weg des Dialogs Entkrampfung, Entlastung und Frieden zu suchen. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Ich glaube nur in dem Fall, ist jetzt gerade schon bei Oliver Wetscher, den haben wir, der ist wahrscheinlich auch nicht wirklich ernst genommen worden. Ja. Da werden wahrscheinlich andere Persönlichkeiten dort sitzen müssen, damit es vielleicht auch auf einer anderen Augenhöhe eine Gesprächsebene und vielleicht mögliche Ergebnisse geben kann. Ja. Das muss man schon auch in einem Gesamtbild sehen. Wenn der einen Auftrag gehabt hätte jetzt und ein abgesprochener Auftrag da gewesen wäre, ja, ich sage jetzt vielleicht sogar von beiden Seiten, ja, dann wäre das etwas anderes. So, glaube ich, braucht es andere Persönlichkeiten, die auch dort einen anderen Stellenwert haben. Man muss, also einen Dialog gänzlich abzubrechen, und überhaupt nicht mehr zu reden, bedeutet die totale Eskalation. Und ich bin kein Verfechter jener, die da seit Wochen und Monaten, seitdem der Wahnsinn begonnen hat, sozusagen sagen, na, wir müssen jetzt sozusagen alles in die militärische Unterstützung der Ukraine hineinleisten. Wir müssen teilweise uns vielleicht sogar in diesem Krieg beteiligen, nicht nur mit Waffenlieferungen modernster Art, sondern die NATO da hineinziehen oder Luftverbotszonen, die zu diesem totalen Eskalationsszenario natürlich beigetragen hätten. Also das ist sehr gefährlich und ich glaube, dass das vielleicht manchen gar nicht bewusst ist, zu welchem Eskalationspotenzial das noch alles führen kann. Ja? Also da geht es schon um eine Verantwortlichkeitsrolle. Natürlich immer in dem Wissen, wir wissen nicht, ob wir etwas erreichen, aber wir müssen es versuchen. Aber muss man nicht eigentlich komplette Härte zeigen gegenüber Wladimir Putin, weil die Taktik, die wir derzeit fahren, dürfte ja anscheinend ihn nicht wirklich beeindruckend. In den letzten Wochen hat man ja versucht, auf Dialog zu setzen. Es gab mehrere Treffen, es gab Treffen in Belarus, es gab Treffen in der Türkei, es gab auf den unterschiedlichsten Ebenen Treffen, es gab sogar den kläglichen Versuch von Karl Nehammer. Also jetzt haben wir wirklich schon fast alles durch, in Wirklichkeit an Gesprächssucherei. Aber Russland eskaliert immer weiter. Und das Problem ist, es gibt nicht nur diese Gräueltaten, diese Massaker, diese ganz offensichtlich auch strukturiert geplanten Vorgehen, dieses geplante Vorgehen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung, um eine Form von Terror zu entfesseln, um die, weiß nicht, die Verteidigungsmoral zu brechen oder was auch immer die krude Philosophie dahinter ist. Und wir sehen, dass Putin immer schlimmer wird. Und jetzt kann doch die Antwort auf diese Verschlimmerung nicht sein, dass wir weicher werden. Und wenn ich sehe, dass jetzt nicht nur die Souveränität der Ukraine diskutiert wird von Russland, sondern auch von Finnland und Schweden, das sind bitte EU-Mitglieder, und da jemand glaubt, in Moskau den EU-Mitgliedern Finnland und Russland sagen zu dürfen, wo sie beitreten dürfen und wo nicht. Ich meine, wo kommen wir denn da hin?
Das wäre ja noch schöner. Aber das ist genau die putinsche Logik. Und was kommt als nächstes? Als nächstes verlangt er dann die Entmilitarisierung von Polen. Oder er verlangt keine Ahnung was von Deutschland. Also ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, wo man wirklich Härte zeigen muss. Ich bin nicht der Meinung, dass wir militärische Härte zeigen sollten, weil ich glaube, das endet in einem Wahnsinn. Sondern ich glaube, wir sollten uns auf das fokussieren, wo wir stark sind. Das ist die Wirtschaft. Und aufhören, 1 Milliarde Euro pro Tag in die russische Kriegswirtschaft zu stecken. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und wenn das bedeutet, dass wir Abstriche machen müssen, unmittelbar, damit wir langfristig mehr Souveränität erhalten, damit wir langfristig nicht mehr Blut in unseren Händen kleben haben, weil wir von einem Diktator, der Menschen abschlachtet, Gas einkaufen, dann sollten wir das auch diesen Preis bezahlen. Ich finde es absurd, wo wir gerade gesehen haben, dass in den letzten 2 Jahren schätzungsweise zwischen 75 und 100 Milliarden Euro allein von Österreich für die Pandemiebekämpfung ausgegeben wurde, jetzt so ein Aufsehen zu machen wegen den zu erwartenden Mehrkosten, wenn wir auf eine andere Energieversorgung umstellen. Es ist ja nicht so, dass es nur Energie aus Russland geben würde. Und noch einmal, niemand redet davon, von heute auf morgen den Gashahn abzudrehen. Es geht darum, ein Ausstiegsszenario zu formulieren, das A, den Aufbau von Energiekapazitäten in Österreich stärkt, Stichwort Energiewende. Da gibt es ganz, ganz viel Potenzial, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig alternative Strommechanismen zu implementieren. Es geht aber auch um den gesamteuropäischen Verbund. Es geht darum, wo in Europa können in Windparks und anderswo neue Quellen erschlossen werden können, damit wir mittelfristig, und ich sage, das dauert 3 bis 5 Jahre, aber sicher auch nicht länger, unabhängig werden von diesem Gas und von diesem Öl, damit wir nie wieder in die Situation kommen, dass ein Wladimir Putin oder ein Nachfolger von ihm glaubt, er kann Österreich oder Europa gängeln. Sorry, nicht bloß. Also vielleicht ein paar Dinge schon ein bisschen sozusagen herausarbeiten. Ne? Man muss natürlich immer an die unterschiedlichsten, ich meine, die NATO ist ein Militärbündnis und kein rein defensives, auch ein offensives. Und selbstverständlich, in Erinnerung rufend, natürlich, wenn solche Militärbündnisse und wenn solche Weltmächte aufeinander prallen, das muss man, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, auch nüchtern sehen, neben der Emotion, die berechtigt ist. Wir hatten den Kuba-Konflikt, wo ja ähnliche Zuspitzungen der Fall sind. Das heißt, wenn natürlich ein Militärbündnis sich dem anderen annähert und das vielleicht sogar noch mit einer klaren Positionierung, Parteilichkeit, Annäherung und vielleicht Mitgliedschaft bis hin auch zu atomarer Raketenstationierung. Das bedeutet ja, wenn diese Länder jetzt zur NATO beitreten wollen, ist es ja frei ein Schluss, bedeutet aber auch, dass am Ende dort NATO-Atomraketen stationiert werden. Da ist es natürlich logisch, dass dann, egal wie man zur anderen Seite steht, die andere Seite das natürlich auch mit einem atomaren Schrecken sozusagen versucht, sozusagen auch irgendwie in einer Krise sozusagen abzuwehren und wenn man so will, wieder in der Zeit des Kalten Krieges wir uns befinden, dann neben dem heißen Krieg in der Ukraine, wo dann solche Abschreckungsmechanismen wieder eine Rolle spielen. Das ist schade, ist nicht notwendig. Das hätte man vermeiden müssen. Das ist ja immer mein Ansatz gewesen. Und deshalb sage ich ja, man hätte in Wahrheit 2013 beginnen müssen bei den Assoziierungsabkommen und Gesprächen von Seiten der Europäischen Union mit der Ukraine. Ich verstehe nicht, dass man das nicht gesehen hat. Ja, ich meine wirklich, da war ich schon immer einer, der vorausgedacht hat und gesagt hat. Sie waren bekanntlich einer, der mit der Russenpartei von Wladimir Putin das Vertrag geschlossen hat. Nein, ja, einen gesprächsdiplomatischen Austausch zu führen. Aber das war 2013, das war noch lange vor diesem Vertrag, wo ich öffentlich als einer der wenigen, ich glaube, ich war sogar der einzige Politiker in der Europäischen Union, öffentlich gesagt habe, die Europäische Union ist gut beraten, nicht nur mit der Ukraine, sondern mit Russland diese Gespräche über ein Assoziierungsabkommen zu führen, um alle Ängste, Sorgen und Probleme zu lösen, damit es nicht zu einer Konfliktsituation später einmal kommt. Hätte man meiner Meinung nach nur so abfangen können und wir wären heute nicht da, wo wir sind. Wir hätten wahrscheinlich damals einen Weg gefunden in diesen trilateralen Gesprächen über viele Jahre hinweg, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union geworden wäre, aber in der Verfassung als neutrales Land, nicht der NATO beigetreten wäre und man hätte wahrscheinlich vieles über solche Vertrags- und Verhandlungsebenen lösen können. Das hat man nicht gemacht, weil man schon sehr arrogant hier leider Gottes vorgegangen ist. Aber was mich schon interessieren würde, ist, dieser Vertrag, den Sie abgeschlossen haben, dieser Freundschaftsvertrag zwischen FPÖ und der Putin-Partei, im Nachhinein, war das ein Fehler? Nein, weil das ist etwas, was immer gelebt wird. Es wird ja immer ein falsches Framing gesetzt. Es wird immer von Freundschaft und ich weiß nicht, was gesprochen. Das war ein Freundschaftsvertrag, oder? Das war ein Partnerschaftsübereinkommen, so nennt man das, wie zu diplomatischer Austausch stattfindet. Das heißt, dass Abgeordnete der Duma mit Abgeordneten unserer Partei im Parlament einen regelmäßigen Gesprächsaustausch führen,
auf dieser Ebene war sozusagen eine Abklärung da, wie so ein diplomatischer Gesprächsaustausch stattfindet, was eigentlich in der westlichen Welt gar nicht gemacht wird in der Regel, weil das normal ist, dass man das macht. Ja. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus auch Kooperationsverträge mit Ländern außerhalb der Europäischen Union und mit Parteien, um solche Gesprächsebenen einzutakten. Das heißt aber nicht, dass man überall eine Meinung hat, ne, sondern einfach die diplomatischen Ebenen, in welcher Art man regelmäßig sich austauscht, geklärt sind. Ja. Was der Herr Bornmena vorher gesagt hat, zu der gesamten Entwicklung Energieversorgung. Und das muss man schon, also das sehe ich anders. Ja. Und klar, ich meine, ich gestehe an Ihre Position zu, ich halte es für absurd zu sagen, wir hungern und wir frieren für den Frieden, den es dadurch nicht geben wird. Oder wir verzichten auf unsere Industrie und die müssen zusperren und dann gibt es Massenarbeitslosigkeit. Denn es ist irreal, was Sie beschreiben, dass wir in kurzer Zeit eine Abhängigkeit von über 80% der Gasversorgung, die heute aus Russland kommt, im Übrigen jeder Ersatz von Seiten der USA über Fracking-Gas und über Schiffe wäre von der umweltpolitischen und Kostenbelastung überhaupt gar nicht auszumalen. Ja, nur um das einmal auch vielleicht darzulegen, wenn man von Umweltpolitik redet. Und ja, Sie haben recht, es braucht eine Strategie, wie wir hier in Österreich, aber auch in der Europäischen Union mit Mechanismen bessere Gesetze der Photovoltaik, auch für private Unternehmen das öffnen, auch größere Flächen relativ rasch und unbürokratisch möglich zu machen, wie man da rasch in Bewegung kommt. Das wird aber leider nicht von heute auf morgen gelingen, diese Abhängigkeit von 80%, die wir aus Russland beziehen, aufzufangen. Das heißt, jetzt herzugehen und das außer Acht zu lassen, ist unverantwortlich und wäre nur zum Schaden der eigenen Bevölkerung. Und das ist ja das. Das heißt, wir stehen eigentlich realpolitisch, ob Sie wollen oder nicht, vor der Situation. Sind wir bereit, im Interesse unserer Bevölkerung die Gasspeicher jetzt zu füllen, damit wir den nächsten Winter sicher schaffen? Oder nicht? Weil diese Situation wird auf uns zukommen. Und wenn man das nicht jetzt macht, wird man irgendwann einmal in der Verantwortung als regierungsverantwortlich erklären müssen, warum wir vielleicht nächsten Winter nicht mehr heizen können, weil etwas passiert oder warum unsere Industriebetriebe zugesperrt haben und Massenarbeitslosigkeit der Fall ist. Und das will ich als Verantwortungsträger gegenüber der österreichischen Bevölkerung, und das meine ich beim Nehammer, der soll sich um das kümmern, um die sozialen Fragen, um die wirtschaftspolitischen Fragen im Land. Wir haben hier eine Preisexplosionsentwicklung, eine Teuerungswelle, wo eine Entlastung jetzt für die Haushalte sofort, und zwar, ich sage, am Bankkonto geregelt werden müsste, wie bei der Pandemie. Da hört man nichts, da sieht man nichts, da wird in Wahrheit natürlich auch von diesem Cobra-Dilemma abgelenkt. Ja. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich also so querdenkt, so eine absurde Reise zwecks Ablenkung zu machen. Also das wäre überhaupt ein Wahnsinn. Das glaube ich nicht. Aber es war einfach, ich sage leider Gottes noch einmal für die Fisch, das war leider nicht richtig geplant und da ist er schlecht beraten gewesen. Ich möchte nur einen Satz von Bruno Kreisky also sinngemäß wiedergeben. Mir sind ein paar Milliarden Euro mehr Schulden wirklich herzlich egal im Vergleich zu dem Elend der Menschen in der Ukraine. Und wenn es bedeutet, weil es heißt niemals, dass wir frieren oder hungern oder sonstigen Mangel erleiden müssen, mehr als wir es jetzt schon machen. Weil eines dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt in Österreich 1,5 Millionen Menschen, die Mangel leiden. Und das, obwohl wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Sondern ich bin der Meinung, wir haben in der Corona-Krise gesehen, was alles an Leistungen, an Runterfahren, an Kompensationen möglich ist, um einen gewissen Zeitraum, und zwar einen, der länger schon als 2 Jahre dauert, zu kompensieren. Da hat man auch am Anfang gesagt, Massenarbeitslosigkeit, Insolvenzwelle, alle werden untergehen. Nichts ist passiert. Viele Unternehmen sind inzwischen schon wieder auf Vorkrisenniveau. Manche Konzerne schreiben sogar Rekordgewinne. Sie haben noch nie so ein gutes Ergebnis eingefahren wie dieses Jahr. Und ich habe es gestern bei der Bild-Zeitung gesagt und ich sage es hier heute auch wieder. Es gibt tatsächlich Menschen, die im letzten Jahr und in den letzten 2 Jahren ihr privates Vermögen zum Teil verdreifacht haben. Die haben Milliardengewinne gescheffelt in der Krise, aufgrund der Krise. Und es gibt auch jetzt wieder Personen, Unternehmen, die von den Preisexplosionen, die Sie zu Recht ansprechen, im Lebensmittel, im Strom, im Mietenbereich, profitieren. Und ich bin der Meinung, wir sollten jetzt nicht darüber sprechen, dass wir uns nicht unabhängig machen können von Putin, weil wir sonst den finanziellen Schaden zu groß hätten, sondern ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir einen Weg raus aus der Abhängigkeit schaffen? Und ich bin ganz bei Ihnen, auch raus aus der Abhängigkeit von Schiefergas, raus aus der Abhängigkeit von irgendwelchen arabischen Ländern, dem Gas und so weiter. Da muss es ja Alternativen geben und die liegen ja auch schon am Tisch.
Da gibt es berufenere Leute als uns beide, da gibt es Experten und Experten, aber die sagen, es ist möglich, wenn man nur will. Wovon ich wegkommen möchte, ist diese Alternativlosigkeit in den Raum zu stellen, zu sagen, there is no alternative. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja genügend Mechanismen und Pläne, wenn man nur möchte. Und ich glaube, als Österreich, aber auch als Europäische Union, muss man jetzt ein wirklich umfassendes Investitionspaket auf den Tisch legen und dann sagen, wie lange es dauert, um sich unabhängig zu machen. Vielleicht zu den Krisen- und Kriegsgewinnlern, die Sie zu Recht angesprochen haben, die gibt es leider immer. Das ist nicht die Masse der Bevölkerung. Nein, ja, das sind ein paar wenige und vor allen Dingen die Konzerne. Vor allen Dingen auch der Handel, wenn wir uns die Lebenspreisexplosion ansehen. Das sind nämlich nicht die Preise, die jetzt am Ende bei der Landwirtschaft und bei den bäuerlichen Strukturen ankommen. Im Gegenteil. Da gibt es dann die mutmaßlichen Preisabsprachen der großen Handelskonzerne, der großen Handelshäuser etc., wo dann diese Preise entsprechend explodieren und die Leute in Wahrheit verzweifelt sind, weil sie sich das Essen nicht mehr leisten können, neben dem Heizen oder neben dem Diesel und Benzin. Und da frage ich mich schon, was kann der Orban, was die österreichische Regierung nicht kann. Ne? Wenn ich heute über die Grenze fahre, dann zahle ich dort für Benzin 1,30 Euro. Ne? Da gibt es Preisregulierungen. Ne? Wenn ich erlebe, dass dort sehr rasch auch mit gewissen Staat, dort wo es möglich ist, staatliche Preisregulierungskonzepte gegeben hat, die man in die Umsetzung gebraucht hat, bis hin auch zu konkreten finanziellen Entlastungen für den Haushalt. Das wäre jetzt notwendig, nicht irgendeine Geschichte mit Kilometergeld, die nur den, ich sag nur den Autofahrern, die das beruflich nützen, zugutekommt, aber dann irgendwann einmal verspätet nächstes Jahr, aber die es jetzt brauchen. Da müssen wir wirklich das, was in der Pandemie für gewisse Konzerne und Betriebe gelebt wurde, für die Haushalte leben und jedem Haushalt 3.000 Euro überweisen, mindestens plus andere Entlastungen wie Lohnnebenkosten, Einkommenssteuersenkung etc., dass wir dort entsprechend auch wirklich rasch spürbar eine Entlastung herbeiführen. Und da muss ich schon eins sagen, Sie haben schon recht, man kann immer, und das hat die Pandemie gezeigt, herunterfahren. Nur wenn ich das Gas nicht habe und ich kann es kurzfristig nicht kompensieren, dann kann ich nicht herunterfahren, dann kann ich nur zusperren. Und wir haben die Speicher nicht mehr bei 13%, ich glaube, wir liegen jetzt schon bei 10%. Ja? Das heißt, wir haben wirklich ein ernsthaftes Problem, wo andere Länder das gelöst haben und die Speicher gefüllt haben und damit 1,5 Jahre sollte morgen ein Lieferstopp erfolgen, 1,5 Jahre durchkämen. Wir nicht. Wir müssten auf Notfallsversorgung umstellen für die Haushalte, nämlich Notfallsversorgung. Das heißt auch nicht, dass auch jeder dort voll heizen kann oder voll in Betrieb gehen kann. Und schon gar nicht mehr die Rede davon, dass Industriebetriebe offen haben könnten. Also das wäre eine nachhaltige Katastrophe. Da kann man nicht sagen, da fahren wir runter und das geht irgendwie. Das wäre dramatisch. Und deshalb müssen wir natürlich jetzt kurzfristig im Interesse der Bevölkerung handeln und mittel- und langfristig an den Konzepten arbeiten. Da gebe ich Ihnen recht, wie wir in eine energiepolitische Abhängigkeit, Unabhängigkeit kommen, von der Abhängigkeit weg. Das ist ein strategischer Prozess, der mindestens nicht 3, sondern ich sage 10 Jahre, wenn nicht länger dauert, aber wo wir, wenn wir es rasch machen und rasch angehen, in 3 Jahren einen ordentlichen Schritt gehen könnten und von den 80% vielleicht auf die 50-60% runterfahren, der Abhängigkeit. Machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir gleich weiter. Dann würde ich zur Innenpolitik zurückwechseln. Es wurde schon ein bisschen angesprochen, diese Cobra-Affäre rund um Karl Nehammer. Die Frage, welche Auswirkungen hat das auch? Und ich würde dann auch gerne ein bisschen über die österreichische Bundesregierung sprechen. Auch bei den Grünen tut sich einiges. Und wir haben ab Samstag neue Corona-Regeln, de facto keine Corona-Regeln mehr. Auch darüber werden wir dann gleich reden, nach einer ganz kurzen Pause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Sebastian Bornmehner und Heinz-Christian Strache sind im Studio. Wechseln wir in die Innenpolitik und da wird wieder viel diskutiert über die Cobra-Affäre rund um die Bodyguards des Bundeskanzlers. Ist die letzten Tage ein bisschen in den Hintergrund gerückt aufgrund der Auslandsreisen, aber seit gestern oder vorgestern wissen wir, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren auch eingeleitet hat, mutmaßlich gegen den Cobra-Chef. Wie sehr schadet denn diese Cobra-Affäre Ihrer Meinung nach dem Bundeskanzler oder ist das aufgebauscht? Also schwierig natürlich einzuschätzen. Grundsätzlich bin ich ein Vertreter angesichts der gesamten Zuspitzungen, ja, die wir in der politischen Landschaft erleben und das seit geraumer und längerer Zeit, wo wahnsinnig viel Hass und persönliche Angriffe oftmals leider Gottes der Fall sind.
ist es traurig, dass man überhaupt Sicherheit in dem Ausmaß benötigt. Ja, und deshalb ist das natürlich schon ein wesentlicher Punkt, den man da nicht lächerlich beiseite schieben soll, wo es immer auch eine sicherheitspolitische Verantwortung gibt, jetzt nicht nur für den Bundeskanzler oder Regierungsmitglieder, sondern auch andere politische aktive Persönlichkeiten im Land, die oftmals unter Bedrohungen stehen. Ja, nämlich konkrete Bedrohungen, Lebensbedrohungen, Morddrohungen, Familie, Kinder, Mobbing etc. Da spielt ja vieles eine Rolle. Das kann man sich als Außenstehender oftmals gar nicht vorstellen, was das bedeutet für die Betroffenen. Was aber natürlich jetzt den aufzuklärenden Skandal betrifft, ja, da steht viel im Raum. Da steht im Raum, dass die halt nach dem Dienst, es wird also so gewertet, dass das aber noch immer Dienstzeit war, weil der Dienst, die Dienstzeit erst endet, wenn man mit dem Dienstauto dann in Wiener Neustadt bei der Cobra angekommen ist. Das ist jetzt eine Frage, wie man das bewerten kann. Ist das wirklich so oder endet die Dienstzeit, wenn die Sicherheitsaufgabe erfüllt ist und man dann privat sozusagen beisammen sitzt und was trinkt? Dann wäre das meines Erachtens legitim. Die Frage ist nur, warum steigen die Cobra-Beamten dann ins Dienstfahrzeug, ne, wenn sie getrunken haben und gefeiert haben? Das ist einfach etwas, was natürlich zeigt, dass hier klare menschliche Fehler passiert sind. Und wenn dann wirklich Interventionen stattgefunden haben, natürlich gilt es das aufzuklären. Denn es kann nicht sein, dass da manche gleich als gleich sind. Ne, und was beim Normalbürger zu Konsequenzen führt, man vielleicht versucht, mittels Amtsmissbrauch und Intervention zu verhindern oder abzubiegen. Das ist einfach nicht redlich und das muss natürlich überprüft und untersucht werden. Ja. Wie unangenehm ist das für den Bundeskanzler, diese ganze Geschichte? Weil jetzt, wenn man sich eigentlich anschaut, richtig dramatisch ist das nicht. Da haben zwei Cobra-Beamte zu viel getrunken, soll nicht passieren. Dann haben sie einen Unfall gemacht, soll auch nicht passieren. Inwiefern kann denn das für den Bundeskanzler, sage ich einmal, in den Umfragen und in weiterer Folge vielleicht sogar politisch gefährlich werden? Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eher für das Ansehen des Sicherheitsapparats schädlich. Und das ist dramatisch angesichts dessen, was wir in den letzten Jahren alles, beginnend mit der Kickl'schen Hausdurchsuchung beim BVD und den darauffolgenden Diskussionen, wo es dann weiterging bis hin zu einer Reform, die offensichtlich immer noch nicht wirklich vollzogen ist beim Geheimdienst und den Perspektiven, die ausländische Geheimdienste auf Österreich haben. Das ist ja alles etwas, wo man sich als Österreicherin und Österreicher einfach nur noch genieren kann, ja, und sich fragt, was ist denn da eigentlich los? Das ist so beim Bildungssystem. Da fließt unglaublich viel Geld rein und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Und man fragt sich, wo hapert es da? Und ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich differenzieren zwischen auf der einen Seite der Frage, wo ist die parteipolitische Ebene? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die wirklich so blöd waren, jetzt offen parteipolitisch zu intervenieren, um irgendetwas zu vertuschen. Aber ganz ehrlich, nach den Chats von Sebastian Kurz, die ich auch nie für möglich gehalten hätte, könnte das natürlich auch sein. Sondern ich glaube, da sind einfach ein paar Sachen blöd zusammengekommen. Und für mich ist die ganze Causa sehr, sehr nebulös. Wer hat wann, wo, was wirklich gemacht und so weiter. Es ist in Wirklichkeit eine Kleinigkeit, die natürlich auch von gewissen Kreisen, von der Opposition aufgebauscht werden zu einem unglaublichen Skandal. Und ich sehe diesen Skandal ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube auch, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Skandal nicht sehen. Es ist nur wieder ein weiterer Tropfen in die Peinlichkeitskiste, was den Sicherheitsapparat betrifft. Und das finde ich insofern schade, weil ich die österreichischen Polizistinnen und Polizisten sehr schätze, weil ich den Sicherheitsapparat eigentlich sehr schätze, weil ich finde, dass die Leute dort eine gute Arbeit machen. Aber natürlich, der Kopf beginnt beim Fisch zu stinken und ich glaube, dass wir im österreichischen Sicherheitsapparat auf den unterschiedlichen Ebenen offensichtlich über jahrzehntelanges Missmanagement Leute sitzen haben, die andere Interessen vielleicht verfolgen, als die, die bestmögliche Sicherheit für die Bevölkerung herzustellen. Und das ist etwas, das würde jetzt weg von dieser persönlichen Geschichte mit, hat irgendein Cobra-Beamter mit irgendwem irgendwie, das ist vollkommen irrelevant. Viel relevanter ist doch die Frage, die auch von den Sobotka-Chats und dergleichen zu stellen ist, nämlich, wie ist unser Sicherheitsapparat aufgestellt? Wie kommen Menschen in maßgebliche Positionen? Was hat das mit Parteipolitik zu tun und so weiter? Und da fände ich es nicht uninteressant, einmal einen Urausschuss zu haben, der sich wirklich einmal ausschließlich mit diesen Fragen beschäftigt. Weil ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass wir uns professionalisieren. Wir sind nicht irgendeine europäische Provinz. Ich meine, wir sind Österreich und wir sind eines der reichsten Länder. Und es gibt, wie gesagt, ganz großartige Menschen, die dort ihren Dienst versehen. Aber es gibt in Leitungsfunktionen offenbar Menschen, die primär ihren eigenen Posten im Fokus haben und ich finde, das muss aufhören. Wobei ich schon sagen muss, der österreichische Sicherheitsapparat, gerade wenn es um die Exekutive geht, bis hin zur Spezialeinheit Cobra, das sind Spezialisten, das sind Profis,
Da ist jetzt einmal ja, ein peinlicher menschlicher Fehler passiert. Ja. Wir sind auch Menschen, ja, haben auch einmal einen Fehler gemacht, müssen eh letztlich da auch ihre Strafe zahlen, ja, wie jeder andere Bürger, und damit soll man es auch bewenden lassen. Ja. Sollte auch nicht übertreiben, die sind hochprofessionell. Es stimmt schon, wenn es um die parteipolitischen Besetzungen dann auf höchsten Ebenen geht, und gerade das Innenressort hat da eine, ich sage, nachhaltige Erfahrung seit Innenminister Strasser. Ja. Da ist alles stiefschwarz eingefärbt worden. Da ist natürlich einiges im Argen und da muss endlich einmal aufgedröselt werden. Aber jetzt hat Ihre Ex-Partei, die FPÖ, die Gattin des Bundeskanzlers ins Visier genommen mit mehreren parlamentarischen Anfragen. Ist das politisch legitim Ihrer Meinung nach, dass da jetzt die Rolle von Katharina Nehammer beleuchtet wird, unter anderem auf einer Reise nach Berlin mit dabei, wo er die Klitschkos getroffen hat? Oder ist das eine neue Qualität, die wir in Österreich bisher so nicht hatten, dass da jetzt eben auch Familienmitglieder in die, sag ich mal, politische Auseinandersetzung hineingezogen werden? Herr Fellner, das fragt gerade mich, wo meine Familie nie herausgehalten worden ist und diese sogenannte neue Qualität bei mir immer in dieser schäbigen Qualität gelebt worden ist, ja, bis heute und ich weiß nicht, seit 18 Jahren. Das habe ich immer leidvoll erleben müssen. Ich finde es grundsätzlich nicht gut und nicht schön. Es ist legitim, das zu tun, ja, natürlich. Man kann es tun, aber ich finde es nicht für einen guten und feinen Stil, denn natürlich sollte ein Bundeskanzler, der auf sich etwas hält und eine Ehefrau hat, ja, und die ihn begleitet und unterstützt, das ist ja nicht zum Genieren normalerweise. Ne? Das heißt, vielleicht haben manche da ein Problem, weil sie selbst ihre Ehefrauen verstecken und nicht mitnehmen wollen. Ne? Das könnte vielleicht ein Hintergrund sein. Ne? Aber grundsätzlich halte ich das für absurd, ja, wenn die Partei das zahlt, ist die Frage, wer da die Kosten übernimmt. Ja? Ich gehe davon aus, die Partei und nicht die Republik und nicht das Ministerium. Dann ist es legitim, dass die Ehefrau ihn begleitet, ihn stärkt und stützt. Zeigt ja, dass das eine funktionierende Ehe ist. Das wünscht man sich ja, dass da ein stabiler Bundeskanzler da ist und nicht einer, der Land auf, Land ab und immer alleine unterwegs ist und seine Frau zu Hause sitzt und in Wahrheit ihn gar nicht sieht. Ne? So gesehen schön, wenn eine Ehefrau ihren Ehemann unterstützt und begleitet und stärkt. Das sollte man sich wünschen und, der Bruno Kreisky hat es auch das zum Glück gegeben. Das ist nur später dann abhanden gekommen, in der politischen Geschichte sozusagen ablesbar, warum auch immer, dass dann irgendwann einmal politische Persönlichkeiten ihre Frauen versteckt haben, vielleicht da oder dort, finde ich nicht gut. Ja, das ist voll, total anachronistisch. Ich finde, also ich sehe das genauso wie, Heinz-Christian Strache in der Frage. Also als jemand, der selber, ich arbeite mit meiner Frau auch sehr eng zusammen und weiß, was für einen Wert das hat, und das geht Ihnen, glaube ich, ganz ähnlich, und deswegen verstehe ich das Drama dahinter nicht, und ich finde es vor allem auch insofern scheinheilig, wenn ich mir in die Parteilandwirtschaft reinschaue und man sieht, was für ein Klicken- und Klüngelsystem dort herrscht. Und über die Wiener SPÖ hat man mal gesagt, sie besteht aus 5 Familien in Wirklichkeit, vielleicht sind es 6, ja. Aber in Wirklichkeit, jeder kennt jeden, jeder hat mit jedem eine Gespusi gehabt, die sie sind übertreibend verwandt. Sie nicht die Frau mit, sondern die Referentin und Freundin. Zum Beispiel, aber ich möchte damit nur sagen, Verhaberung, das ist ja ganz normal. Und jetzt irgendwie das so hinzunehmen, um Gottes Willen, Katharina Nehmer darf nicht mitvergleichen, bitte, was ist denn das für Diskussion? Da merken wir schon wieder, genauso wie hat er jetzt ein Achtel zu viel oder wenig getrunken. Ich meine, das ist doch wirklich primitivste, basalste Polemik. Haben wir wirklich keine anderen Themen? Ist das der einzige Angriffspunkt, den es gibt? Das sehe ich nämlich nicht so. Also ich finde, man kann an der Reise von Nehammer viel kritisieren, aber doch nicht. Dann sind wir doch vielleicht gleich beim Thema, weil ist das der einzige Angriffspunkt? Weil momentan wirkt so, als würde sich die Opposition primär auf dieses eine Thema stürzen. Dabei gibt es eine chaotische Corona-Politik, die Teuerung wurde schon angesprochen, es gibt ja wirklich brennende Bildungssystem in diesem Land. Das zeigt also die Opposition das hätte ja an sich das genug zeigt ja das Versagen, nämlich wirklich das politische Versagen der gesamten Opposition auch. Ja. So ein Lächelschaß, ja, künstlich permanent zu bemühen und rauf und runter zu spielen und ich sage, solche Sidesteps und untergriffigen Attacken zu reiten, sind ja unnotwendig, ja, bringen ja auch nichts. Die wirklichen politischen Themen, der sozialen Probleme, der Teuerungswelle, ja, der Versorgung sozusagen unserer Menschen und wie es weitergeht, die werden völlig außen vor gelassen. Das ist ein Wahnsinn. Und das bitte nicht nur jetzt, sondern das ist ja, ich sage, über 2 Jahre seit der Pandemie in Wahrheit irgendwie kein Thema. Es ist unglaublich. Es faszinierend. Ich frage mich, was da für politisch Oppositionelle am Werk sind, die da überhaupt kein Gespür haben, überhaupt oder so wenig fleißig sind, ich weiß es nicht, oder es ihnen wurscht ist, ja, oder einfach das Gefühl fällt, ja, für die Menschen, genau dort, wo es brennt, hineinzugehen und hineinzugreifen. Und da gibt es genügend Anlass zur Kritik, berechtigter Kritik und natürlich auch die Möglichkeit, die eigene Lösungskompetenz aufzuzeigen. Und das tut man nicht. Ist es das Problem, dass die Opposition derzeit genauso schwach ist wie die Regierung?
Ja, mindestens. Also ich weiß nicht, teilweise sogar schwächer, weil ich habe das Gefühl, dass die SPÖ nicht irgendwie aus der Schockstarre rauskommt. Immer noch auf der einen Seite diese obskure Doskozil versus parteizentrale Geschichte läuft. Aber das ist nur einer von vielen schwelenden Konflikten innerhalb der Sozialdemokratie, habe ich das Gefühl. Und dass sie jetzt in den Umfragen oben sind, ist auch nur quasi eher eine Verzweiflung der Umfragen und weniger eine realpolitische Stärke. Und du hast es bei der Freiheitlichen Partei letztlich auch, wo du merkst, dass immer mehr Menschen wirklich ein Problem mit der Art und Weise haben, wie Herbert Kickl Aussagen formuliert und wie er auftritt innerhalb der Freiheitlichen Partei, ganz offensichtlich. Und deswegen kommt man da nicht vom Fleck von den Neos ganz zu schweigen, weil ich habe noch nie verstanden, warum wir die brauchen. Und sie werden mir auch jetzt nicht positiv aufgefallen, mit dem einzigen Unterschied, dass sie in Bezug auf die Ukraine wirklich eine klare Haltung gehabt haben, die mir gefallen hat. Aber ansonsten zum Grenreiben. Aber es ist natürlich schon die Frage, man kann jetzt auf der einen Seite dahergehen und sagen, die Regierung macht keine gute Arbeit, das sehe ich eingeschränkt, weil ich finde in manchen Bereichen eine der Personen, die in den letzten Monaten relativ regelmäßig positiv aufgefallen ist, Leonore Gewessler, die ja nicht umsonst auch als Kronprinzin innerhalb der Grünen irgendwie genannt wird. Entschuldigung, Prinzessin, bin schon komplett vergendert. Die als Kronprinzessin genannt wird bei den Grünen. Zu Recht, finde ich, ist ja nicht die einzige. Es gibt ja auch in den Bundesländern gute Leute, nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei anderen Parteien. Und ich glaube, vielleicht ist die Regierung in den Bereichen, in denen sie kritisiert wird, nicht so schlecht. Und B, die Bereiche, wo es wirklich schlecht ist, werden von der Opposition gar nicht angesprochen. Und deswegen entgeht aber auch die Chance einer Verbesserung, weil die Regierung, und das hat die FPÖ über Jahre, eigentlich über Jahrzehnte wirklich perfektioniert, die Regierung ist so motiviert, etwas zu ändern, wie die Opposition ihr hinten reinfährt. Und wenn wir was bei Heide, aber auch bei Ihnen dann gesehen haben, ist, dass du aus der Opposition heraus de facto die Regierungspolitik ganz stark beeinflussen kannst. Also Sebastian Kurz wurde ja zu einer Copycat von Heinz-Christian Strache. Jörg Haider hat Ihnen vorgeworfen, dass Sie, dass Sie die Kopiermaschine von ihm waren. Aber da merkt man ja, der hat dann einfach gemerkt, okay, das, was der Strache sagt, funktioniert, das hole ich mir jetzt an und damit gewinne ich Wahlen. Ja? Das heißt aber im Endeffekt, dass Sie Themensetting betrieben haben. Sie haben dann etwas formuliert, das wurde übernommen und auf einmal haben Sie die Parteipolitik der ÖVP beeinflusst. Und so könnte es eigentlich die Opposition auch machen. Wenn die SPÖ jetzt mit mehr als mit Allgemeinplätzen rausgehen würde und mit mehr als mit irgendwelchen salbungsvollen Kanzlerinnen reden, dann glaube ich, könnte man auch Druck auf die Regierung aufbauen. Eben indem man zum Beispiel sagt, 5.000 Euro für jeden Haushalt. Das wäre mal eine klare Ansage. Das kann man auch durchrechnen lassen. Das kann man irgendwie mit den... Bonuszahlungen meinst du? Steuerungsausgleich, wie auch immer. Wie, oder Transferleistung, ich meine, da beschließt man da Gesetz dafür, ist ja alles nicht so schwer. Wenn man den Willen hat, dass man die Menschen entlastet, dann findet man sicher einen Weg, die Menschen zu entlasten. Das Gleiche gilt eben für Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und die ganzen anderen Möglichkeiten, die da wären, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Also es liegt ja nicht an einer technischen Unmöglichkeit. Und das Gleiche gilt für Umweltschutz. Auch da mangelt es ja nicht an technischen Möglichkeiten, sondern einfach am politischen Willen. Und ich verstehe eigentlich nicht, angesichts der Klimakrise, aber auch angesichts der sozialen Krise, die immer mehr sich verschärft, wenn wir uns zum Beispiel den Wohnungsmarkt anschauen, worauf diese Regierung eigentlich noch wartet. Also ich verstehe es wirklich nicht. Und ich verstehe es auch nicht, warum die Opposition sich nicht viel, viel offensiver mit diesen Fragen beschäftigt und zum Beispiel Demonstrationen macht. Warum können die Corona-Spinner gemeinsam mit Antisemiten und Rechtsextremen auf die Straße ziehen und dort 10, 20, teilweise sogar 40.000 Leute aufgebahnt? 150.000. Oder 150.000. Diese Spinner-Extremisten. Ja, ja. Da musst du schon drei Brillen aufhaben. Das ist aber wie auch immer. Ist okay, aber sie haben es zumindest geschafft, ihren Unmut auf die Straße zu bringen und sie haben es damit geschafft, dass nicht nur zwei Minister zurückgetreten sind, sondern dass vor allem über das Thema gesprochen wurde. Also da sind Leute auf die Straße gegangen und haben dieses Thema zum Thema gemacht. Sie haben nicht zugelassen, dass die Regierung einfach ihre verfehlte Corona-Politik, Kommunikation macht, sondern dass immer und immer wieder darüber gesprochen wurde, weil der Unmut da war. Und ich verstehe nicht, wo ist der ÖGB jetzt? Wo ist die Arbeiterkammer jetzt? Jetzt ganz ehrlich, wo sind die Institutionen, die wir mit unserem Steuergeld oder mit unseren Mitgliedsbeiträgen oder mit unseren Zwangsbeiträgen mästen? Das sind ja wirklich... Sitzen im wohlgenährten Speck. Genau. Ja, das sind, alle gut versorgt. Da haben wir ja ordentliche Strukturen, die sind morsch, aber sie sind da und da fließt unglaublich viel Geld rein. Nicht nur in die Parteien, sondern eben auch in die Kammern und so weiter. Und ich frage mich in der jetzigen Situation, wo die Leute sagen, sie können sich die Mieten nicht mehr leisten, wo die Leute sagen, sie können sich den Sprit nicht mehr leisten, sie können sich das Essen nicht mehr leisten. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und da einfach nur zu sagen, die Regierung macht zu wenig, ist zu wenig. Ich erwarte mir da eigentlich von der Opposition mehr. Also ich glaube, entscheidend, das ist genau der Punkt.
Normalerweise müsste eine Opposition, die ein Gefühl hat, ein Gespür hat für gewisse Entwicklungen, abseits der anderen aktuellen und brennenden Themen, aber eigentlich auf drei Punkte herunterbrechen. Wie retten wir den Wirtschafts- und Industriestandort in Österreich angesichts der aktuellen Entwicklungen und auch der geopolitischen Zuspitzungen und der Lieferengpässe, die auf uns zukommen und auch der Energieengpässe? Welches Krisenkonzept haben wir, damit da nicht etwas implodiert? Ja? Und wie können wir soziale Fairness und Gerechtigkeit rasch, ja, nämlich nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag, jetzt in Umsetzung bringen mit ganz direkten Haushaltszuschüssen? Ich sage jetzt ganz bewusst, ich bin für ein Splitting nicht für einmal 5.000, sondern ich sage ganz bewusst einmal 3.000 auf das Haushaltskonto, netto so sofort spürbar, sofort als Hilfe da und den Rest über nachhaltige Entlastungen, Lohnnebenkosten, Einkommensteuer etc., nachhaltige Entlastung sozusagen, die man zusätzlich neben den Preisregulierungen bei Benzin, Energiepreisen etc. erzielen kann. Das wäre jetzt die Konzeption und die fehlt und da muss jetzt gehandelt werden und da würde ich mir eine Opposition erwarten, die da sozialpolitischen verantwortlichen Druck aufbaut. Wenn ich da einhaken darf, wenn Sie sagen, da würden Sie sich so eine Opposition erwarten und jetzt haben wir gerade eine Frankreich-Wahl gesehen, wo eine Marine Le Pen relativ knapp an Macron rangekommen ist. In der Stichwahl wird es wahrscheinlich nicht reichen für die Präsidentschaft, aber die wird wahrscheinlich trotzdem 40, 41, 42% kriegen, also weit über ihrem Potenzial ihrer Partei. Die FPÖ grundelt derzeit bei unter 20% herum in den Umfragen. Wäre es nicht sinnvoller, auf einen etwas moderateren Kurs à la Marine Le Pen umzuschwenken und sich genau auf diese Themen, die Teuerung zu konzentrieren? Das ist ja in Wahrheit jener Kurs, den ich als Parteichef, ich sage über geraume Zeit, nicht von Beginn an, aber in einer späteren Entwicklung, auch einer Reifung, gelebt habe und den auch Marine Le Pen beschritten hat, finde ich gut. Ja, finde gut, dass sie in die Mitte der Gesellschaft sich bewegt hat, finde gut, dass sie sozusagen, ich sage auch ganz bewusst, wenn es um Extremismus gibt, auch klare Abgrenzungen getroffen hat, dass sie, wenn es um die sozialpolitischen Probleme der Menschen geht, sogar teilweise ja, da oder dort eigentlicherweise linke Themen angesprochen hat. Das wird ja auch wahrgenommen im französischen Wahlkampf. Und viele glauben natürlich dem Macron nicht mehr. Also klar ist sie eine deutliche Außenseiterin, ja, bei dieser Stichwahl, die stattfinden wird. Aber sie hat eine Außenseiterchance, weil sie es geschafft hat, viel stärker auch mit ihrem mit ihrer Themenbreite und ihrer sozialen politischen Positionierung wahrgenommen zu werden. Das ist die Frage, welche Persönlichkeiten was können. Das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, ja, zu bewerten und zu beurteilen. Aber ja, ich erlebe oft, wenn ich auf der Straße heute von Bürgern angesprochen werde und man ins Gespräch kommt und ein bisschen diskutiert, dass halt manche Persönlichkeiten mit ihrer Art, mit ihrem Auftreten einfach für viele unsympathisch und abstoßend wirken und das dann gar nicht mehr am Inhalt gemessen wird. Da kann der Inhalt vielleicht sogar richtig sein, aber da ist dann die Tonalität, das Auftreten, die Art vielleicht für viele abstoßend. Das erlebt man ja und so gesehen ist ja Tirol, auch die letzte Gemeinderatswahl, die dort stattgefunden haben, ja auch so ein bisschen ein Wegweiser, wohin die Reise da oder dort geht. Und natürlich lebt Politik neben den Inhalten, natürlich auch von Persönlichkeiten, die sie transportieren. Und wenn das nicht gegeben ist und nicht im Einklang miteinander gebracht wird, ja, dann hast du oftmals politische Probleme. Und das sehe ich heute generell bei der Opposition, ja, dass du teilweise nicht die richtigen Inhalte hast, die angesprochen werden und dann da oder dort Persönlichkeiten am Werk sind, die es nicht schaffen, ja, ich sage, sich abzuheben, ja, von den Regierungspolitikern im positiven Sinn. Ja. Ich glaube, das ist mein Einsatz noch, was man in Frankreich jetzt sieht, ist ja eben die Stärkung der Ränder. Mhm. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Macron, der ist ja kein Linker. Der Macron ist ja einfach ein eiskalter, beinharter Neoliberaler. Der hat zwar die klare Abgrenzung zum Rechtsextremismus gemacht, aber das ist irgendwie das einzige und ganz klare proeuropäische Positionierung. Aber ansonsten nicht auf die sozialen Bedürfnisse der Menschen eingehend. Und ich glaube, das ist etwas, das ist eines der Zukunftsthemen. Es ist wie immer und immer wieder in der Geschichte kommt dieses Thema. Es gibt einen Punkt, da ist es für die Menschen einfach zu viel und wir nähern uns diesem Punkt jetzt wieder. Es geht uns in diesem Land, den meisten von uns, noch relativ gut, aber das ändert sich jetzt gerade dramatisch. Und das ist nicht die Schuld der Sanktionen gegenüber Russland, sondern da geht es wirklich darum, dass wir über Jahre und Jahrzehnte eine Form von Raubtierkapitalismus geprägt, gelebt wurde und auch zugelassen wurde, Stichwort Bankenkrise und so weiter, wo in Wirklichkeit nichts besser gemacht wurde. Und früher oder später wird das zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen jetzt gerade spüren. Und ich denke mir, eine Politik, die nicht versteht, Antworten auf diese Sorgen, auf diese Berechtigten, auf diese negativen Dynamiken zu finden, wird sich nicht wundern müssen, dass sie letztlich immer nur quasi, wer ist der
der Einäugige unter den Blinden, weil das ist das, was wir bei den Parteien momentan erleben. Du wirst wahrscheinlich keine Partei über 30% mehr in Österreich haben. Und ich glaube auch, dass diese Umfrage hoch von der SPÖ, das ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich glaube, dass wir bei der nächsten Wahl das erleben werden wie in Deutschland, dass es eine Partei gibt, die stimmenstärkste mit 25%, dann vielleicht eine mit 23% oder 22%. Wir werden wahrscheinlich Dreierkoalitionen in Zukunft brauchen. Und ich würde mir wünschen, dass in der Situation es vielleicht auch neue Kräfte gibt. Dass es vielleicht auch wirklich neue politische Akteurinnen und Akteure gibt. Das muss ja nicht nur parteipolitisch sein, sondern genau, also ein Riesenpotenzial da ist. Man merkt das, weil die Menschen das Gefühl haben, dass sie mit ihren Anliegen nicht mehr abgebildet werden. Und wenn man sich die medialen Diskurse anschaut, dann wundert es mich nicht, weil dort geht es halt um Cobra und Nehammer und solche Peinlichkeiten und nicht um das, was den Leuten wirklich unter den Nägel brennt. Vielleicht zu Marine Le Pen, darf ich nicht vergessen, dass ja dort offensichtlich auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahl eine Art Parteispaltung stattgefunden hat, Zemmour Stichwort. Ne? Wenn man diese 7,1%, die er gemacht hat, hinzurechnet, wäre sie sogar in der ersten Wahlrunde vor Macron gelegen. Ja, das darf man nicht außer Acht lassen. Ja, genau. Und ja, da ist natürlich alles offen mit einer Außenseiterchance. Ich glaube, ihre Positionierung führt dazu, und das wird dann am Ende eines Wahlergebnisses zu analysieren sein. Ich glaube, es ist alles offen, weil viele, die Macron beim ersten Mal gewählt haben, also vor 6 Jahren, glaube ich schon, ne, sind so enttäuscht, dass sie nicht mehr wählen wollen, ja, und nicht mehr wählen können. Viele Linke, die damals gesagt haben, ich will auf alle Fälle Macron, damit es Le Pen nicht wird, bleiben zu Hause. Ja. Die sagen, ich kann mit dem Macron nichts anfangen und da hacke ich mir lieber beide Hände ab, als dass ich dort das Kreuzerl mache. Ja. Das heißt, da hat sich was verändert. Das heißt, da ist eine neue, ein neues Biotop da, natürlich bei dieser Stichwahl, wo alles möglich sein kann. Aber ich sage, sie ist Außenseiterin, keine Frage. Aber das wird knapper werden, als manche glauben. Und so gesehen natürlich ein spannender französischer Präsidentschaftswahlkampf. Und ich erinnere an Orban im Nachbarland, der hat diese sozialen Entlastungen für Familien, für Pensionisten, Preisregulierungen etc. gelebt. Das kommt natürlich dann Politikern zugute. Meine Herren, vielen Dank. Für heute sind wir am Ende angelangt. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages.